Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und wir haben wieder einen Tag um. Bis zur nächsten Bewertung sind es noch 14 Stunden 37, wie man sieht. Und unsere Moral liegt bei 80 B-, was auch immer das bedeutet. Also wird C kaum Charisma bedeutet haben. Na gut, wir nehmen die 100 Kronkorken, die wir bekommen haben. Und schauen uns in unserem Vault mal um. Es müsste dem Vault eigentlich ganz gut gehen. Ich wundere mich gerade, dass wir zu wenig Wasser haben. Und vor allem müssten einige Leute jetzt maximal aufgelevelt sein. Hier in unserem Casino zum Beispiel sieht man das schon. Und auch in der Akademie. Aber vor allem, und deswegen sind wir vor allem auch hier, vor allem auch Philipp, du müsstest fertig sein. Richtig, du bist fertig. Wie schön. Das trifft sich gut. Denn dann darfst du weiterziehen zum nächsten Trainingslager, sage ich mal. Das nächste Trainingslager, ja, ich denke, es könnte mit Glück zu tun haben. Wir schauen mal, was unser Joshua Newton hier, was der noch kann. Er bräuchte noch mehr Intelligenz. Also schicken wir ihn vielleicht mal hier in die Akademie. Auch in der Akademie ist jemand maximal intelligent geworden, und zwar Jane Snow. Jane Snow ist super intelligent jetzt. Und Joshua Newton kommt hier dann also in die Akademie. Und du, Philipp, kommst dann ins Casino. Für die nächste Zeit. Auf dass du mehr Glück bekommst dann. Ja, Mr. Handy ist ebenfalls angekommen. Wir sammeln seine 5000 Kronkorken, lassen ihn rein. Und schauen, ja genau, wie sieht das denn um unsere Leute aus, die unterwegs sind. Hier sieht man jetzt wieder, dass die Kronkorken übereinander liegen mit den Stimpacks. Das erkennt man jetzt nicht so gut. Sie kann ja keine 137 Stimpacks haben, eher Kronkorken ein paar mehr. Amanda Scott, Cox Scott. Ja, da weiß man auch nicht so genau. Oh, man kann hier gar nicht durchschalten. Ich denke, wir haben 6 Leute draußen. Amanda hat aber ordentlich gesammelt auf jeden Fall. Und das Schöne ist, sie lebt noch. Ja, schön. Mr. Handy, den packen wir mal hier. Ja, okay, bei... Vielleicht packen wir ihn mal hier in die Krankenstation vorerst. Auf diese Etage zumindest. Pro Etage, so wie man gelesen hat, ist nur ein Mr. Handy möglich. Aber wir haben noch einen Besucher hinzubekommen, und zwar die gute Theresa Hart. Theresa Hart bringt uns vor allem eines mit: Charisma und ein wenig Intelligenz. Perception, also Beweglichkeit, nein, Wahrnehmung, und Agility, Beweglichkeit und Intelligenz eben, bringt sie uns mit. Sie darf dann also in die Radiostation vorerst einmal, bis wir etwas Besseres für sie finden. Sie scheint sich auf jeden Fall darüber zu freuen, reinzukommen in unseren Vault 123. Und was bleibt uns noch? Oh, ein Todeskrallenangriff. Das ist nicht schön. Mal sehen, wie gut wir sie... Ja, die sind immer so super schnell hier drin. Wie schnell wir sie abwehren können. Warum laufen die Leute denn weg? Warum? Da laufen alle Leute weg. Warum das denn? Haben wir zu früh die Leute reinge... Das geht doch gar nicht. Alle sind sie weggelaufen. Ich glaube, wir haben zu früh angefangen. Noch bevor die Todeskrallen drin waren, haben wir sie raufgesaugt, raufgeschickt. Und deswegen haben sie jetzt den Arbeitsplatz geändert, was ich überhaupt nicht gut finde. Natürlich, jetzt sind alles Todeskrallen noch am Leben und unsere Leute sind schon tot.
Ja, das war klar. Gerade angekommen, schon von einer Todeskralle erwischt. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, dann gehen Sie ja gleich in die nächste Etage, wie es aussieht. Das ist aber schlecht gelaufen, vor allem weil wir die Leute gleich alle wieder neu sortieren müssen. Oder gehen alle wieder zurück an ihren Arbeitsplatz? Nein, gehen sie nicht. Wir haben zu früh angefangen. Das ist das. Ja, also man muss, man darf... Wir haben wieder dazugelernt, liebe Welt da draußen. Man darf erst anfangen, die Leute zur Verstärkung irgendwo hinzuschicken, wenn schon die Todeskrallen im Vault sind. Da ist die Zeit aber viel zu kurz, alle noch hier raufzuschicken. Ja, wer war jetzt oben im Restaurant, frage ich mich. Naja, erstmal laufen noch ein paar Leute hier rum. Unglücklich sind sie alle. Okay. Curry Johnson war auf jeden Fall nicht oben. Denn sie hat vor allem Stärke. Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin... Ja, also hier sind nur noch 2 von 6 Leuten drin, was ich jetzt nicht so prickelnd finde. Also auf jeden Fall, die Leute mit den guten Waffen müssen nach oben. Warum laufen hier noch so viele jetzt rum? Oh, hier ist jemand tot. Hier sind 2 Leute tot noch. Randy Harris ist auch tot. Patrick Cox, ja, er gehört nach oben. Und Donna Murray, auch mit ihrem Plasmagewehr, gehört auf jeden Fall hier oben rein. Aber da müssten noch mehr sein, die nach oben wollen vielleicht. Ja, Kuriti Peterson, warum geht's hier so schlecht? Wegen des Angriffs gerade. Da ist sie nicht so gut davon gekommen. Catherine Turner hat jetzt auch nicht so eine gute Waffe. Virginia Bush? Nein, sie war auch nicht oben. Das sieht jetzt hier irgendwie ganz schön leer aus. Emma King, ja, sie könnte... Sie könnte vielleicht hier... im zweiten Diner gewesen sein. Na, das passt ja gerade ganz gut, jetzt nach dem Angriff. So eine kleine Moralverbesserung... ist auf jeden Fall nett. Zu wem gehört die Katze hier? Gehört die nicht auch eigentlich nach oben? Oder sind hier etwa Leute gestorben? Einer fehlt noch da oben. Wer ist uns da entgangen? Hier unten läuft noch wer. Kayla Cox. Ja, sie gehört auf jeden Fall weiter nach oben mit der guten Waffe. Also beim nächsten Mal nur keine Panik. Oh, ja, auch das fängt ja gut an. Hoffentlich kein Red Skorpion. Ah, Red Kakerlaken, das schafft ihr doch. Oh.
Ja, genau, wenig Wasser. Hier ist ja überhaupt niemand mehr in der Wasserbehandlung. Ja, das hilft alles nichts. Da müssen wir doch erstmal gucken, wer vielleicht eine Kaffeepause macht. Carrie Bush Allen. Ja, und sie gehört auf jeden Fall nach oben. Wo ist sie denn? Hier läuft sie. Oh ja. Sie gehört sogar ganz nach oben hier rein. Ja, zwei Leute, die im Ödland waren, sind tot. Kelly Bush Scott leider. Sie können wir aber wiederbeleben und zurückholen. Dann leider sieht man immer noch nicht, was sie eingesammelt hat. Auch wenn man durchschaltet. Jetzt kann man durchschalten, okay. Nein, es sah nur so aus, als könne man durchschalten. Kann man gar nicht, oder? Doch. Doch, jetzt geht es. Also, unsere Teams sind angekommen bei ihren Aufgaben und wir haben zwei Tote. Drei Tote. Okay, Amanda Cox Scott ist noch unterwegs. Sie lebt auch noch. Ich glaube, sie können wir auch zurückrufen. Sie hat wirklich ordentlich eingesammelt. Ich sehe da eine Schaufel hat sie schon wieder eingesammelt und ein gutes Lasergewehr. So hoffe ich zumindest. Und eine Laserpistole sogar. Ja, dann rufen wir sie mal zurück. Ach so, und die anderen müssen wir wiederbeleben. Richtig. Und zurückrufen. Das sieht man's auch. Aber sie haben auch mit ihrem Glück sehr gut eingesammelt. Sogar ein Bauplan wurde hier gefunden. Ansonsten Waffen, die wir dann verwerten können. Und vielleicht können wir eine Plasmapistole daraus bauen. Aber 2199 Kronkorken in gerade mal in knapp 12 Stunden. Das ist ziemlich gut. Wer geht denn da jetzt raus? Ach so. Mr. Corky und Mr. Flasche gehen raus. Wiederbeleben, bitte. Und zurückrufen. Ja, und ich würde ganz gerne wissen jetzt, was sie eingesammelt hat. Man sieht auf jeden Fall einen Globus. Das ist schon mal gut. Ja, und Waffen eigentlich zum Verschrotten dann wieder. Catherine J. Allen. Wie viel Kronkorken hat sie denn? 2639 tippe ich mal drauf. Wiederbeleben werden wir sie auf jeden Fall. Und zurück darf sie auch kommen. Also schön, dann schauen wir, welche Plätze hier noch frei sind. Hier haben wir 4 von 4 und in der Muckibude haben wir 3 von 4. Da kann also jemand noch rein. Da müssen wir einmal schauen, wer jetzt womit fertig ist. Ich würde, ja, Bruce Johnson ist unterwegs. Den würde ich ansonsten ganz gerne da mal reinstecken. Okay, Muckibude, das heißt Kraft, Stärke. Wer ist denn hier der Beste? Samson Drake ist noch in der Muckibude. Er wird, wie es aussieht, auch beim nächsten Mal dann komplett aufgelevelt sein. Allerdings erst in 18 Stunden. Kuriti Peterson arbeitet im Kraftwerk und sie kann dann jetzt auf jeden Fall ein wenig ihre Kraft trainieren. So, rein mit ihr. Dann haben wir schon 4 von 4 drin. Und wie sieht das aus mit der Waffenstation? Hier haben wir 2 von 4 drin. Da können also auf jeden Fall auch nochmal ein paar rein. Und ihre Perception, ihre Wahrnehmung trainieren. P brauchen wir immer. Ja, Philipp, ich würde dich eigentlich ganz gerne da reinstecken, aber jetzt bist du gerade so glücklich hier unten. Glück wird immer gebraucht. Oh, da brauchst du aber auch noch viel. Ja gut, aber du hast schon Stärke und Agility hast du schon, also Beweglichkeit, super beweglich. Und wenn Glück noch dazu kommt, dann wird das nächste Perception sein. Endurance können wir bis jetzt nicht machen, aber ich denke, wenn du dann mit Perception fertig bist, werden wir auch ein Ausdauertraining haben. Endurance, Ausdauer. Ja, sollten wir dann wieder haben.
Wir werden jetzt ja hier nochmal gucken. In der nächsten Folge, denke ich, werden wir. Ich möchte da nicht, ich möchte nur so. So, zwei Leute werden wir dann noch hier der Waffenstation zuteilen. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen und für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.